Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu meinen Mods vom 01.01.2018 und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht. Und deswegen machen wir gleich mal als Anfangsvideo meine Mods vom 01.01. Und wir befinden uns jetzt momentan in der Version 1.30.2.2s. Und weil ja immer wieder die Fragen kommen, welche Mods Maximus benutzt, mache ich das auch immer wieder. Ein- oder zweimal im Monat und dann gehen wir da einfach die ganzen Kategorien durch. Und ja, ihr seht schon, ich habe hier schon mal Real VW Logo für Escort-Fahrzeuge. Naja, wurde ja gewünscht und das werden wir bestimmt irgendwann auch sehen. So, gehen wir doch erstmal bei den LKWs. Ihr seht auch hier den Renault, den habe ich ja schon vorgestellt. Und die anderen LKWs hier sind im Grunde genommen die LKWs, die ich sonst immer so verwende. Wir werden auch vielleicht mal den TGX Euro 6 MAN mal nehmen. Ich kann ja mal rauf gucken. Ihr seht es jetzt leider nicht, aber ich gehe jetzt mal schön schnell in den Steam Workshop. April 2017, glaube ich, wurde er das letzte Mal aktualisiert. Ja, also da ist das Lichtsystem noch nicht hundertprozentig etc. Den LKW habe ich vorgestellt und den Renault auch. Also hier den Big Star. Und dieser ist nicht im Steam Workshop. Immer darauf achten, die hier sind mit dem blauen Zeichen im Steam Workshop. Das kostet nichts. Man muss nur auf Abo drücken, wie bei YouTube zumindest. Ne? Da muss man ja auch nichts bezahlen. Nur die Werbung ab und zu mal ertragen. So, gehen wir bei den Trailern. Für alle, die halt nicht so Lust haben, sich einzelne Trailer-Packs von irgendwelchen Seiten runterzuladen, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich gucke jetzt mal schnell, wann der das letzte Mal aktualisiert wird. Am 24. Dezember und ist über 1 Gigabyte groß. Ne? Also ihr braucht auf jeden Fall ein bisschen Performance und ein bisschen Speicher frei, sage ich mal so. Und ja, hier sehen wir auch nochmal von Schmitz, dann hier von meiner Logistikfirma oder unserer besser gesagt. Ne? Hier ist auch noch Chris Maximus und hier der hübsche CML Schmitz. Schöner Trailer. Die anderen habe ich erstmal deaktiviert, aber da kommen wir auch noch dazu. Hier von Jazzy Cat. Gehen wir weiter. Interieur. Sind hier auch nochmal von Yellow Fox habe ich das. Von Unsen habe ich das auch noch. Fanpack. Dann das SISL. Ja, das funktioniert auch super. Also unser Edeltraut etc. Hier noch über den Steam Workshop für Scania S und R. Dass wir halt noch andere Lichter hier haben, das halt noch ein bisschen anders aussieht. Ne? Gut, weiter geht's im Geschäft. Ihr habt ja auch immer wieder gesehen, der Maximus, sein Scania, hat hier diese blauen Teile, ne? Also ein bisschen anders. Das auch hier Red and Blue Scania S Interieur. Also das kann man sich auf jeden Fall auch gönnen. Dann habt ihr auch gesehen, dass die Anzeigen ein bisschen größer sind. Auch über den Steam Workshop. Hier seht ihr es, könnt das nochmal angucken. Ja, könnt das runterladen. Es gibt ja noch mehr davon. So, hier nochmal, was schon ziemlich alt ist, glaube schon über ein Jahr, sind die Reifen. Aber bei den Reifen hat sich ja die letzte Zeit nichts großartig geändert. Deswegen kann man das hier noch drinnen lassen. So, die nutze ich auch immer sehr, sehr gerne. Wir schauen mal, wann das letzte Mal aktualisiert wurde. Gehen wir mal rein. Und 20. August, wo es letztes Mal aktualisiert, 30 oder 31 MB groß. Jetzt gehen wir hier unten. Das hier auch, ne, was ich alles so drin habe für unsere Firma, sieht man ja immer schön. Dieses Teil, das gibt es nicht mehr. Ich gehe jetzt mal rauf. Ja, Entschuldigung, dieses Gerät gibt es leider nicht mehr. Schade eigentlich. Ich habe das immer sehr, sehr gerne genutzt. Aber naja, so. Das ist hier für die Seitenscheibe. Wer da meint, oh, warum habe ich das nicht so wie der Maximus? Ja, guckt euch das an, dann wird es lackiert. Hier auch die untersten Lampen, hier diese Schmutzfänger. Und dann geht es so weiter. Das hier ist hier, oh, dass hier vorne alles lackiert ist. Ne? Und, und. Das muss ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Das ist neu mit diesen Neon, dass ich hier überall Neon ranmache. Gefällt mir auch. Und hier von 50k dieses Add-on habe ich auch noch
um andere Lampen hier, heller Lampen etc. noch dazu zu haben. Also nur kleine Anbauteile. Ne? So, KI. KI, seht ihr, hat sich jetzt die letzte Zeit nicht so viel verändert. Das ist auch über den Steam Workshop. Ja, andere Trailer und so. Das ist, weil es immer wieder gefragt wurde, ja. Das ist mein KI-Verkehr, dass der halt ein bisschen mehr unterwegs ist. Da gehen wir jetzt mal schnell hin. 29. Dezember, wo es letztes Mal aktualisiert, steht komischerweise 0,000 MB. Wird wahrscheinlich ein Fehler sein. Das ja, bringt auf jeden Fall ein bisschen mehr Verkehr hier auf der Strecke. Dieses Paint hier, Truck Traffic Pack, geht da halt nur darum, dass die LKWs und die Auflieger in der gleichen Firma, 393 reelle Firmen sind da am Start. Sowas gibt es natürlich auch für diese Tandem-LKWs etc. So, beim Bus, ja, haben wir jetzt 30 Modelle in der Version 3.2, 388 Skins sind da verfügbar. Und hier ist es wie ja, mit dem KI-Verkehr. Da haben wir jetzt 301 Fahrzeuge. Ja, schon eine ganze eine große Auswahl, ne? 6.5. Und hier unten das andere LKWs, 90 unterschiedliche LKWs fahren dann rum, ja, die es so eigentlich im Spiel gar nicht gibt. Gut, gehen wir weiter. Bei Sound habe ich einfach nur diesen drinnen, der Version 18. Kann man sich auch so runterladen. Ich habe das einfach jetzt hier so drin gelassen. Gehen wir weiter und da sind wir schon bei Lackierung. Das sind einfach die meisten hier vom Steam Workshop, die ich so drin habe oder halt von unserer Firma. Das ist ja der Volvo, der Scania S und der New Actros mit der offiziellen Logistikfirma. So, und ihr seht schon, das sind meine Trailer Packs, ja, von Jazzycat. Part 1, Part 2 und die englische Sprachausgabe. Also, dass wir das nicht in Russisch etc. haben. Es gibt aber auch in Russisch, habe ich natürlich nicht reingekommen. Bei den anderen beiden sieht man ja hier mit diesen Schwerlastzügen 1.84, weiß ich nicht, ob das noch geht. Und ich habe es noch nie ausprobiert. Und mit dem Military habe ich das auch noch nie ausprobiert. Wenn das einer schon ausprobiert hat, ob die in der 1.30 funktioniert, dann könnt ihr es gerne mal sagen. Gut, Maps. Ihr seht schon, ich habe die Russ-Map momentan drin, weil da einige Streckenabschnitte oben Richtung Norden gehen, die dann irgendwann mit, oder die funktionieren dann mit der Pro-Mods. Aber aufpassen, wenn ihr dieses DLC-Spezialtransporter habt, kann das durchaus sein, dass das Spiel dann abbricht. Der eine kann es spielen, der andere wieder nicht. Ich habe es erstmal nicht ausprobiert. Naja, ich warte, bis es dann die 2.26 rauskommt. Das ist mein Real Wettermod hier. Der soll mit oder funktioniert mit der Pro Mods, ist aber auch schon lange nicht mehr aktualisiert worden. Doch 10. Dezember. Doch geht. Funktioniert quasi. Also bei mir hat es funktioniert mit der Pro Mods. So, gehen wir mal hier die ganzen Sachen nochmal schnell durch. Und ja, bei Sonstiges sehen wir hier, weil ich ja meistens noch die Originalkarte fahre und mit der Russ-Map, da habe ich hier quasi noch die reellen Firmen drin, dann noch Tankstellen, alles über den Steam Workshop. Und jetzt habe ich aber selbst noch nicht ausprobiert, die VW-Emblem bei den Begleitfahrzeugen. Das ist jetzt auch neu, ich habe es noch nicht gesehen. Neue Beschilderung, ja, dass hier ein bisschen Werbung ist. Hier ist auch nochmal der Bereich drin, dieses Head-Up-Display, ja, da habt ihr nicht eure ja, Navigationssache dran, sondern hier wird es auf die Scheibe drauf gespiegelt, sag ich mal, und dann geht's los. Hier sind noch ein paar andere Trailer, die habe ich jetzt noch nicht mehr ausprobiert, kommt vielleicht noch. Das sind halt Beschilderungen und hier sehen wir nochmal meinen Wettermod, ja, also der Frosty. Hier ist nochmal. Hier ist der normale, da sind die Straßen nicht voller Schnee. Hier ist mit Schnee auf den Straßen und das ist die Physik. So, das sollte es eigentlich gewesen sein. Ihr werdet wahrscheinlich das ein oder andere Mal Pause gemacht haben, um vielleicht den mal Steam Workshop nochmal durchzusuchen, ob ihr da das ein oder andere findet. So, das soll es auch gewesen sein. Kurze Hallo sagen hier.
Das sind meine Mods momentan. Und ja, das nächste Mal werden wir auf jeden Fall wieder so ein Video machen, wenn sich eine ganze Menge wieder verändert hat, ne? Weil wenn sich nichts verändert, dann brauche ich nicht großartig da ein Video machen. Das soll ja nur ein kleines Informationsvideo sein. So, ich mache jetzt erstmal einen Fisch. Heute gibt es noch einen Livestream. Wenn ihr das Video seht, dann müsst ihr halt mal gucken, wann der war. Und ich mache jetzt einen Fisch. Bis bald. Ciao, ciao.